Ja, also herzlich willkommen zurück zum Meisterdetektiv Pikachu. Endlich ist hier mal was passiert, was wie ein Fall aussieht. Und zwar bei den Generalproben sind die Yanmas ineinander geflogen, haben ihre Kameras fallen gelassen und dabei Karinas sehr, 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 sehr teure Geige zerstört. Und wir versuchen jetzt herauszufinden, warum das Ganze so passiert ist. Die Menschen geben den Yanmas die Schuld. Die Yanmas behaupten, dass sie sich an die Anweisung gehalten haben und dementsprechend keinen Fehler gemacht haben. Wir haben bereits zwei der Anweisungspläne für die jeweiligen Kameras mitbekommen gehabt. Die habe ich mir auch rauskopiert. Aber es gibt angeblich noch hier einen offiziellen Ablaufplan. Da können wir jetzt mal das miteinander vergleichen. Ihre Ausgabe des Ablaufplans enthält die Anweisung für beide Kameras, nicht wahr? So, hier haben wir gleich zwei Stück von den... Ja, okay. Ich habe das Ganze natürlich jetzt hier nebenbei schon vorbereitet, dass ich mir das ganz kurz... Wie kann man das am besten positionieren? Am besten denke ich so, denn das unten in der Ecke, das ist so, wie wir es kennen. Aber man sieht ja relativ schnell. Man sollte nach oben fliegen, rausfliegen... Dann nach rechts und dann wieder nah ran. Aber die Anweisung, die wir hier vor uns haben, sagt, dass sie halt nach rechts fliegen sollen. Dementsprechend, ich gehe mal davon aus, der Witz wird einfach sein, Kamera 1 auf der rechten Seite, Kamera 2 war auf der linken. Und dementsprechend, der eine sollte nach rechts, der andere sollte nach links und dann sind sie einfach wirklich so ineinander gebumst. Da ist also hier nicht viel dabei. Man kann auch ganz gerne nochmal den unteren miteinander vergleichen. Aber ich denke, man sieht, das ist alles genau so, wie es da auch zu sehen ist. Sobald alle Beteiligten eine Kopie haben, wird das Original immer wieder aufbewahrt. Wir sehen, hier steht die Anweisung für Kamera 1 und Kamera 2. Ja, genau, diese Anweisungen hatten die Yanmas eigentlich folgen sollen. Tja. So, Pikachu? Ja. Irgendwas wummt mich. Was ist los, Pikachu? Warum starrst du wie gebannt auf unsere Liste der Anhaltspunkte? Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir einen entscheidenden Hinweis übersehen. Ich glaube, unsere Anhaltspunkte können uns der Lösung einen Schritt näher bringen. Okay, lass uns mal unsere Anhaltspunkte nochmal genau durchgehen. Okay. Ja, okay. Wir sollen uns die Dinger nochmal angucken. Aber kann man kaum sehen. Aber man hat ein Bild dafür. Ich meine, eins. Das ist das Drehbuch. Nein, eins. Zwei. Und das, kann man sich das hier irgendwie nochmal... Ja. Ich werde einfach nur das so weit machen. Interessanterweise der Ablaufplan des Assistenten Kamera 1 ist in der Hinsicht falsch. Nicht der von Keith. So, reicht das, um jetzt hier sagen zu können, hey, Ermittlungen? Ich probiere aber mein Glück. Everyone is thinking that the Yanma made a mistake. The Yanma say they did what the instructions told them to do. So what caused them to crash into each other? So, wie richtig ist es? Was könnte der Auslöser für den Unfall gewesen sein? Ich will einfach mal ganz kurz gucken. Ablaufplan 1, 2, Ablaufplan 1. Der Plan gehört der Regieassistentin in den Ablauf der Sendung. Das ist Wurst. Ja, mal Kamerateam. Okay, also wir sagen einfach hier A und den. That's right. It seems that someone tampered with Yanma's plan in order to cause the collision. The question is... How did the staff not notice something like that? Why would one Yanma have two movement plans? I don't think this was an accident at all. In fact, I think this is a case for us to solve. Yeah, bingo. So, die Yanmas sind zusammengestoßen, weil sie falsche Anweisungen bekommen haben. Aber welchen Nutzen hat dieser Täter daraus gezogen? Vielleicht legt er ja irgendeine Art Groll gegen Karina? Das würde erklären, warum er die Geige oder ihre Geige zerstört hat. Meine Art Groll, sagst du. Und ohne Keys Fehler wären nicht wir in den Unfall verwickelt worden, sondern Karina. Es lässt sich also nicht ausschließen, dass es jemand ganz bewusst auf sie abgesehen hatte. Lass uns also allererst mit Karina sprechen. Jede Ermittlung fängt mit einem Opfer oder immer mit dem Opfer an. Das gehört zu den Grundlagen der Detektivarbeit. Yeah. Seems like someone made a fake movement plan to cause the accident. But why? I can't imagine Karina would have enemies, but let's see what she has to say. Ich bleib dabei, wir waren das Ziel. Keys zu dieser Organisation gehört.
Okay, ich überspringe mal hier das meiste. Karina, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Okay, warum geht es denn, Tim? Der Unfall von ihm war keiner. Jemand hat ihn absichtlich verursacht. Was? Aber wie? Stimmt es, was es zu da eben gesagt hat? Erzähl mir bitte die ganze Geschichte. Natürlich. Der gefälschte Ablaufplan. Irgendjemand hat den Janma-Kamerateam also falsche Anweisungen gegeben. Das war der Grund für den Unfall? Genau. Aber wer würde denn sowas tun und vor allem warum? Vielleicht wollte sich der Täter aus irgendeinem Grund an dir rächen? Doch die Geige. Würdest du mir etwas über deine Geige erzählen? Natürlich, mein Großvater hat sie vor seinem Tod für mich angefertigt. Sie ist ein Unikat. Okay, ja. Deine Nachricht in der Geige gibt mir immer neuen Mut, wenn ich mal traurig bin. Wie? Was für eine Nachricht? Die Nachricht in der Geige. Die Geige war mit einer Nachricht versehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich meine, das wundert mich auch noch nicht. Sie befindet sich ja auch auf der Innenseite. Von außen kann man sie also nicht sehen. Genau, ich glaube, Surprise und ich sind die einzigen, die von der Nachricht wissen. Wir haben früher oft in Großvaters Werkstatt gespielt, während er die Geige baute. Okay. Kann ich mir die Geige angucken? Ja. Ist Karins Geige. Zumindest was davon noch übrig ist. Ich bezweifle, dass man sie noch reparieren kann. Okay, also die Nachricht selber behaupte ich einfach mal. Die Nachricht in der Geige, Was beschäftigt dich? Nach dem Unfall half ich zur Preis ja dabei, die Bruchstücke der Geige aufzusammeln. Jetzt versuche ich mich daran zu erinnern, ob auf einem der Teile etwas geschrieben stand. Vielleicht ist es dir bloß nicht aufgefallen. Wir können ja nochmal nachsehen gehen. Ja. Thanks. Deswegen bin ich ja hier hingelaufen. Der Anblick der zwischen Geige tut wirklich im Herzen weh. Sie ist völlig im Eimer. Mal sehen, der Teil mit der Nachricht darauf sollte dieser hier sein, what? Da steht nichts, wie erwartet. Mit anderen Worten handelt es sich bei dieser um Geige. Oh, meine Fälschung! Dem Täter ging es einzig darum, Karinas Geige zu stehlen. Der Täter muss folglich auch den Ablaufplan für Janmas Kamerateam geändert haben, um mit dem Unfall davon abzulenken, dass die Geige vertauscht wurde. Oh mein Herr, wäre er mit seiner miesen Tour da auch durchgekommen. Doch dem machen wir einen Strich durch die Rechnung. Aha. So, jetzt müssen wir herausfinden, wer das getan hat. Thank goodness the violins have been swapped. That means that the real one is still safe. That's the one good thing about all of this. I guess, ja. In der Hinsicht schon. Zuerst sollten wir Karina und Zerweise über die vertauschte Geige informieren. Vielleicht können sie uns ja dabei helfen, den Kreis der Verdächtigen hier weiter einzugrenzen. Hast du recht. Karina, bei dieser Geige halte sich um eine Fälschung. Der Täter hat den Unfall bewusst inszeniert, damit niemand den Diebstahl bemerkt. Wo ist dann meine Geige? Wahrscheinlich beim Täter. Aber behalte das alles bitte für dich. Der Täter darf auf keinen Fall bemerken, dass wir ihm auf der Spur sind. Okay, die ausgetauschte Geige. Ich hätte nie gedacht, dass jemand meine Geige austauschen haben könnte. Doch dem Klang nach zu urteilen, muss die Geige, die ich auf der Bühne verwendet habe, das Original gewesen sein. Okay, ja. Surprise ist der gleichen Meinung. Wegen seinem guten Gehör. Ist klar. Sollte ich mit dir vielleicht noch reden? Du willst uns bei der Suche nach dem Täter helfen, sagst du? Danke. Das wissen wir sehr zu schätzen. Gemeinsam sind wir stark. Nachricht in der Geige, die ausgetauschte Geige. Dabei kennt die Nachricht offenbar auch. Karina hat sie ihm mal vorgelesen. Sie lautet, meine allerliebste Karina, auch wenn ich eines Tages nicht mehr bei dir sein kann, wird meine Liebe zu dir und deiner Musik niemals verblassen. Dani, dir kam auch etwas seltsam vor. Das Material der Geige hat sich also ungewöhnlich weich angefühlt. Offenbar konnte der Täter keine Geige aus dem identischen Material aufbereiten. Okay. Nope, nicht so schnell, Tim. Wir sind in diesem Moment noch nicht fertig. Okay. Jetzt. Die Aussage der beiden werfen neues Licht auf den Tat... Ich wollte erst Tatergang sagen. Tathergang. Wirklich. Lass uns alle Informationen, die wir haben, zusammenfügen. Zuerst müssen wir den Zeitpunkt bestimmen, an dem die Geige vertauscht wurde und ausgetauscht wurde. Schau mal in den Notizen der Ermittlung nach. Okay, Ermittlungstime. Jupp. Yoink. Und here we go. Now, let's try and figure out when the violin could have been swapped out. First, when do we know for sure that the violin was already, a fake? So, wir wussten während der am Anfang der Probe, da hatte sie in der Hand. Während der Aufführung hatte sie in der Hand. Während der Vorbereitung.
war hier... What? No, that's not right. Zu welchem Zeitpunkt war die Geige ganz sicher nicht mehr das... Ach, so ganz sicher. Ja, okay, ja. Beim Unfall, logischerweise. True. By the time I had delivered the violin, it had already been swapped out with the fake one. Now we know when the violin was swapped out with the fake one. But we still need to figure out when was the last time the real violin was seen. Ja, das hatte ich jetzt gedanklich schon angesetzt. Wann war die Geige das Original? Now why do you think that? Weil noch echt klang. So, Karina was using the real violin during her performance. She and Krikatoon both confirmed it to be true. And that means the culprit swapped out the violin after Karina finished her performance, but before I moved it. Yep. Ding, ding, ding. So. Somit wissen wir nun, wann die Geigen ausgetauscht wurden. Ja, der Täter passte genau den Augenblick ab, als Karin ihre Geige aus dem Augen ließ. Erst die Abänderung des Ablaufplans und nun das. Der Täter muss sich sehr gut mit der Sendung auskennen, kein Zweifel. Also muss es sich dabei um jemanden handeln, der hier arbeitet. Was sollten wir als nächstes herausfinden? Okay, was für Alibis haben die Beteiligten? Ja, okay, wir sollen jetzt auch hier wieder gucken. Joinke. Now we know almost the exact moment when the violin was swapped. The culprit has to be someone involved with the show. Let's find out about the alibis of everyone involved between the time Karina finished playing and I brought out the violin. Wirklich jeder. Jeder. Okay, dann fangen wir nicht mit Keith an, der hier draußen wartet, sondern ich gehe ganz bewusst zum Regieraum zurück, weil ich weiß, da ist keiner, der da den Raum verlassen hat. Die will ich aber abklappern. Oh. Ihr wollt sagen, oh, vielleicht geht man doch zu Keith hin. Keith ist auf magische Art und Weise verschwunden. Ah. Darf ich kurz stören? Hm, was ist los? Ich habe auch Neuigkeiten zum Unfall. Es war offenbar geplant. Was sagst du da? Von wem? Das versuche ich gerade herauszufinden. Aber dafür muss ich wissen, wo sich alle zum Zeitpunkt des Unfalls aufgehalten haben. Dazu gehören leider auch sie. Wir waren die ganze Zeit hier über hier. Ja, wir haben von hier aus das Geschehen im Studio mitverfolgt. Sie wollen also sagen, es sind gleich drei Täter. Hm. Vom Regieraum aus die Geige auszutauschen wäre nahezu unmöglich. Damit können wir die Anwesenden wohl fürs Erste ausschließen. Okay, wunderbar. Now that I think about it. This person couldn't be the culprit. Okay, damit haben wir also die tatsächlich abgehakt. Alles klar. So, dann gucken wir nochmal bei Max vorbei. Oh, du spielst immer noch Detektiv? Detektiv spielen? Es ist kein Spiel, sondern eine Ernstangelegenheit. Max Alibi. Alibi. Sie haben das Studio nach dem ersten Teil der Generalprobe verlassen, nicht wahr? Ja, ich bin in meine Garderobe gegangen, um nochmal das Drehbuch durchzugehen. Ist sie zu diesem Zeitpunkt jemand in der Garderobe besuchen gekommen? Merkwürdiger Satz, aber stimmt schon. Ja, einer von den Mitarbeitern kam vorbei, um mich abzuholen. Ich konnte gerade nicht zur Tür, also habe ich einfach gerufen, dass ich gleich da sei. Also hat er ihn gar nicht gesehen, wer ihn abholen kann. Kam. Think about it. This person couldn't be the culprit. Ja, meine können ganz gerne auch mit dir reden. Ach, du hast ferngesehen und wieder einmal festgestellt, dass einfach niemand an dein Talent rankommt. An Selbstvertrauen fehlt es dir offensichtlich nicht. Max ist Alibi. Was habt ihr gemacht, nachdem euer erster Einsatz bei der Generalprobe vorbei war? Ihr habt euch beide in die Garderobe zurückgezogen. Ja, ich kann mich erinnern, dass es euer Plan war. Was sagst du da? Du warst heute besonders gut drauf, weil Max versprochen hat, dir dein Leckerlis früher als sonst zu geben. Das ist wirklich schön für dich. Irgendjemand kam, um euch abzuholen. Du hast gehört, wie jemand geklopft und etwas gesagt hat. Emilia vielleicht? Ob Emilia ein Mensch oder ein Pokémon ist, da spielt das denn noch eine Rolle. Ach, anscheinend kam nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Pokémon vorbei. Okay, das Pokémon.
Irgendjemand hat sich mit voller Wucht gegen die Tür geworfen. Und du hast so erschrocken, dass du instinktiv aufgeschrien hast. Okay. Deswegen, wir wissen ja, es hat Hiros Stimme. Hat es davon was, dass es sich dagegen äumelt und dadurch aufschreckt? Aber das Aufschrecken, das gegen die Tür bumsen, würde vermutlich vom Klang am nächsten dem Fußauftritt sein. Was würde mir auch ein. Das würde mir auch ein Schreck einjagen. Und was ist dann passiert? Das Pokémon hat irgendeinen Ruf von sich gegeben und ist dann weggerannt, verstehe. So, sie wirkt jetzt natürlich nochmal in die ganze Ecke verdächtiger, nachdem jetzt wir wissen, dass es eine Fälschung ist. Du schon wieder. Ich verliere langsam die Geduld mit dir. Was willst du denn dieses Mal? Lass dich nicht von ihr einschüchtern, Tim. Ein wahrer Detektiv würde sich von nichts. Also los, befrag sie. So, hier alle bei. Wo hielten sie sich auf, nachdem der erste Teil der Generalprobe abgeschossen war? Ich war in meiner Garderobe und widmete mich der Fellpflege meines lieben Schnurrgasts. Hat währenddessen irgendjemand bei ihnen vorbeigeschaut? Es kam jemand vorbei, um mich zu rufen. Ich antwortete, ohne die Tür zu öffnen. Ach, okay. Es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, die Tür aufzumachen, wenn man abgeholt wird. Wobei, wo ich so darüber nachdenke, es gab etwas, was an der Sache seltsam war. Aha. Yeah, that's an alibi. Make sure you remember it. Is it? Okay. Was an der Sache seltsam war. Was war denn seltsam? Jemand kam und schlug laut gegen die Tür. Doch als ich durch das Milchglasfenster der Tür sah, war dort niemand. Merkwürdig. Okay. Ja, scheint wohl da was zu haben. Ja, okay. Schnurrgast, nicht vergessen. Da ist wohl jemand reif fürs Bettchen. Hast du kurz Zeit für ein paar Fragen, bevor du ins Land der Träume abtauchst? Wie immer ist Alibi. Was macht ihr beiden nach eurem ersten Auftritt bei der was ihr beide gemacht habt bei der nach der Generalprobe? Du bist mit Anderson zurück zur Garderobe gegangen, um ein Nickerchen zu halten, und sie hat dich gebürstet, damit dein Fell wieder in perfekter Verfassung ist. Ich sehe keinen Unterschied zuvor. Zu vorher. So rum. Okay, Pikachu hatte gerade. Okay, du wieder. Achso, die reden miteinander. Hey, ihr zwei, warum starrt ihr euch so an? Mal sehen, was die beiden zu sagen haben. Sie streiten sich darüber, wessen besonderes Talent wohl besser ankommt. Mit der Zunge verschiedene Speisen am Geruch erkennen zu können, ist seiner Meinung nach unschlagbar. Es behauptet, dass es viel toller sei, mit der Attacke Superschall jeden noch so hartnäckigen Fleck aus der Schmutzwäsche zu bekommen. Aber das ist doch das, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Schon, aber wir können sie hier nicht einfach so zurücklassen. Hast du irgendeine zündende Idee, wie wir den Stretch lichten könnten? Ach, goddammit. Talent des anderen anerkennen. Auf Abstand gehen. Kämpfen. Einander ignorieren. Vielleicht hilft es ja, wenn ihr in einem Pokémon-Kampf eure Gefühle freien Lauf lassen könnt. Jedenfalls solltet ihr zwei euch jetzt versöhnen, klar? Lass uns später nochmal zurückkommen. Vielleicht haben sie sich bis dahin beruhigt. Okay, also hier ist definitiv die Ecke, die nicht relevant ist. Vielleicht sind die Pokémon gereizt, weil sich der Dreh der vorangehenden Sendung verzögert hat. Rattan und Magnetilo, ich hoffe, dass sie ihre Differenz beilegen können, bevor die Dreharbeiten beginnen. Doch momentan sieht es nicht danach aus. Was sind bloß Rattan gefahren? Normalerweise ist es ein sehr friedliches oder friedfertiges Pokémon. Was macht das sowas so zornig? Hat bestimmt Ärger gefressen. Das ist die Kiste, in dem Schnurrgast geschlafen hat. Ja, das war vielleicht eine Überraschung. Erinnerst du dich daran? Vor 10 Minuten? Was? Ich soll nicht in die Quere kommen? Jetzt mach mal halblang und guck mich gar nicht so grimmig an. Da kriegt man ja Angst. Ja, ich wollte eigentlich nicht. Magnetino. Was sagst du? Magnetinos Attacken sind unspektakulär und bewirken nichts. Findest du? Aber es kann doch mit seiner Attacke superscher Schmutzwäsche säubern. Darüber würde sich meine Mom bestimmt sehr freuen. Right? Mit der Ruhe. Wenn du überhitzt, legst du noch den ganzen Laden hier lahm. Dinge an ihrem Geruch erkennen zu können, ist weder beeindruckend noch interessant.
Echt? Also mir fällt da kein Pokémon ein, das mit seiner Zunge riechen kann. Hm, was mit Rettern und Magnetino? Hier ist langweilig, weil die beiden dich links liegen lassen. Grenzen sie dich etwa aus? Ja, das machen sie sicher nicht mit Absicht. Flunky fühlt sich wohl einfach einsam. Ja, nicht relevant. Okay, dann auf zum Studio, denke ich. Außer Mimikma, das draußen darum geistert, hat noch was zu sagen. Ich behaupte mal nicht, aber... What now? Erinnerst du dich noch daran, was seltsames in Mr. Allisons Garderobe passiert ist? Du meinst die Geschichte, als jemand an ihre Tür geklopft hat? Ja, genau. Ich vermute, dass es sich dabei um dasselbe Pokémon handelt, das auch an die Garderobentür von Max und Plaudergeil geklopft hat. Das klingt logisch, doch wie finden wir dieses Pokémon bloß, um es zu fragen zu können? Weil das Ding hat theoretisch eine Hand hier, wo auch immer es jetzt hinrennt. Wie kommst du mit der Überprüfung der Alibis voran? Nun ja. Ach, was würdest du ohne mich denn tun? Hast du schon überall nachgeschaut? Warst du beispielsweise schon im Studio, im Regieraum oder Gästegarderoben? Das wollte ich eigentlich befragen. Okay, du hast nur den Unfall. Okay, dann, ja, wir haben die alle draußen gemacht. Gucken wir mal drin. Müssen wir hier die Nord 15 Typis befragen? Warum willst du denn wissen, was ich nach Katharinas Auftritt gemacht habe? Das hat mit dem Unfall von vorhin zu tun. Wärst du so nett, die Fragen zu beantworten? Natürlich, sein Alibi. Während der Generalprobe habe ich mich im Studio aufgehalten. Schließlich muss ich immer das Ehrenmal-Kamerateam im Auge behalten. Okay. Würdest du den Unfall von vorhin? War das nicht einfach nur ein Fehler? Nein, das hat ganz den Anschein, als hätte da jemand das von langer Hand geplant. Könnten Sie uns bitte dabei helfen, die Wahrheit ins Licht zu bringen? Nach Karinas Auftritt habe ich mit Hiro und den anderen im Studio die Aufnahmen gecheckt. Hier nochmal was zu sagen? Kannst du mir erzählen, was dem Vorfall im Studio vor sich ging? Die Situation im Studio. Nach der Aufführung von Zipais und Karina ging die Generalprobe nicht sofort weiter. Hat danach außer Emilia und Karina noch jemand das Studio verlassen? Für dich sehen zwar alle Menschen gleich aus, aber außer den beiden ist niemand gegangen? Ja, in diesem Unfall ist definitiv etwas faul. Mein Partner und ich untersuchen das gerade. Hast du nach der Aufführung von Zipais und Karina etwas Auffälliges bemerkt? Ist zum Beispiel jemand heimlich aus dem Studio oder hinter der Bühne geschlichen? Oder die Bühne? Niemand? Schade. Aber daran lässt es sich wohl nicht rütteln, nachdem du das ganze Studio im Blick hattest. Okay, Keith fehlt. Keith ist vielleicht hinten. Oh Mann, warum musste ich das Ganze ausgerechnet vor dem Präsidenten abspielen? Was soll ich jetzt nur aus der Sendung werden? Als Karina Geigenspiel vorüber war, begann ich die Aufnahmen der Kameras zu checken und unterhielt mich etwas mit dem Team, könnte ich doch nur die Zeit zurückdrehen. Was sollen wir tun, Pikachu? Wir lassen ihn besser in Ruhe, bis wir den Fall gelöst haben. Im Leben verläuft halt nicht immer alles nach Plan, wie nicht wahr? Was ich im Anschluss an Karinas Auftritt gemacht habe, ich bin mit Hiro und den anderen das restliche Programm für den Tag durchgegangen. Sie sahen alle sehr beschäftigt aus. Das kannst du laut sagen. Dass Kies einfach nicht auftauchen wollte, war da echt keine Hilfe. Aha. Dass das gar nicht so hervorgehoben wird. Untersuchst du immer noch den Fall, Tim? Auch, kein Wort über die vertauschte Geige, bis wir den Gitter überführt haben. Klar, ich meine, ja, ich habe Mittel noch. So, wir haben hier einige Sachen, weil sie ja scheinbar auch unterwegs war. Also Emilias Alibi, was in der Garderobe geschah, was in der anderen Garderobe. Okay. Was meinst du nach Karinas Auftritt? Da bin ich zu den Garderoben gegangen, um Miss Allison und Max abzuholen. Aber du bist allein zurück ins Studio gekommen, nicht wahr? Wolltest du die beiden nicht finden? Ach doch, aber sie waren ziemlich beschäftigt oder wirkten ziemlich beschäftigt. Rief ich ihnen einfach durch die verschlossenen Türen, was sie wissen mussten. Ah, verstehe. Und bist du sofort jemandem begegnet? Lass mich mal überlegen. Ja, in der Nähe des Studios lief ich plötzlich Kies in die Arme. Aha. That's an alibi. Make sure you remember it. So, ich bin direkt von Studio zu Mrs. Allisons Garderobe gegangen. Als ich anklopfte und sagte, dass wir soweit seien, rief sie durch das verschlossene Tür: Danke, ich komme gleich. Emilia hat Mrs. Allison also nicht mit eigenen Augen gesehen. Irgendwas sagt mir, dass uns dieser Fakt zur Lösung des Rätsels führen wird. Nachdem ich Miss Allison Bescheid gegeben hatte, ging ich zu Maxes Garderobe, klopfte an und teilte ihm mit, dass wir bereit seien, worum er durch die verschlossene Tür rief: Verstanden, bin gleich soweit.
Okay, da ist Keith mittlerweile. Dann habe ich einen Grund, nach hinten zu gehen? Vermutlich nicht, aber... Okay. Geigenkasten. Der lag interessanterweise auch schon vorhin hier. Bevor das alles hier begonnen hatte. Frag mich, wo die Geige sich versteckt. Hält, ob man da irgendwie eine offensichtliche Ort für finden könnte schon vorher. So, die Janmas hatten wir. Seid nur noch ihr beide dran. Wir standen mal mit dem Übeltäter. Und das ist so den Unfall. Danke. Aber überanstrengend, bitte nicht in Ordnung. Ja, okay, danke. Verraten Sie mir, wo Sie zum Zeitpunkt des Unfalls aufgehalten haben. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie kurz davor das Studio verlassen. Nachdem du Schnurkas gefunden hattest, bin ich sofort nach unten gegangen. Dort sollte ich das Assistenz-Pokémon abholen. Was ist dann passiert? Das Pokémon kam und kam nicht, also rief ich seine Agentur an. Dadurch erfuhr ich, dass das Pokémon für ein falsches Datum gebucht hatte. Also bin ich schnell zurück ins Studio geflitzt, um hier Bescheid zu geben. So nahm das Unglück seinen Lauf. Wir sind auf dem Weg zurück ins Studio irgendjemandem begegnet? Jetzt wo du sagst, auf dem Rückweg bin ich Emilia über den Weg gelaufen. Sie hatten gerade Max und Mrs. Allison gesagt, dass sie zurück ins Studio sollen. Das stimmt so vom Zeitablauf aber nicht, oder? That's an alibi. Make sure you remember it. Ich überlege die gerade die ganze Zeit, aber das kann zeitlich doch nicht stimmen. Oh, das Assistenz-Pokémon haben wir noch. Sie waren also dafür verantwortlich, das Assistenz-Pokémon zu besuchen oder zu buchen? Ja, der Buchungsfehler geht auf meine Kappe. Tut mir echt leid, dass ihr wegen mir in Gefahr geraten seid. Ja, passt beim nächsten Mal besser auf. Machen Sie sich keine Vorwürfe, uns ist ja nichts passiert. Ja, leider, ne? Meinen Sie, dass Sie mit den Aufnahmen auf Ort fahren können? Ich denke, die Chancen stehen 50-50. Eine Ersatzgeige wird bereits organisiert. Ja, aber Carina wird sich leider damit abfinden müssen. Im Anschluss an Carinas Auftritt war ich die ganze Zeit im Studio, um mit dem Team den Ablauf der Studio durchzugehen und das Videomaterial zu überprüfen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir auch hier und ich habe niemanden das Studio betreten oder verlassen sehen, bis Emilia und Keith zurückgekehrt sind. Ihr und das Team scheinen über ein wasserdichtes Alibi zu verfügen. So, let's gather information. Okay. Ich glaube nicht, dass Hiro oder die anderen Leute im Studio die Geige gestohlen haben. Dann sollten wir Hiro vielleicht in die ganze Sache einweihen. Wenn es sich beim Täter um einen Mitarbeiter der Show handelt, weiß er vielleicht mehr. Gut gemacht. Mitgedacht. Aber vergiss nicht, ihm zu sagen, dass er die Info für sich behalten soll. Die Herr Show. Nicht Jan-Jan. Sorry. Hey. So, Hinweis auf den Täter. Die Geige wurde ausgetauscht, sagst du genau, während du neben Keith stehst. Und einer von uns hier soll der Täter sein? Genau. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, obwohl... Könnte es vielleicht sein, dass... Haben Sie irgendeine Vermutung? Naja, letztendlich ist es nichts weiter als ein Gerücht, aber... Ich habe gehört, dass Max bis zum Hals in Miesen steckt. Die Geige ist ein Vermögen wert, also wäre es gut möglich, dass er sie gestohlen hat, um sie zu Geld zu machen. Es klingt in der Tat so, als hätte Max ein Motiv, um die Geige zu stehlen. Wenn wir ehrlich sind, haben wir mehrere Motive. So, Pikachu, sonst noch irgendwas zu erzählen? Nicht irgendwie helfen. Okay, wir haben jetzt hier was Neues dazu bekommen. Die Begegnung mit Keith. Auf dem Weg zurück traf ich dann erneut auf Keith. Er stand neben dem Eingang zum Studio und wirkte ziemlich niedergeschlagen. Er war unterwegs, um Hiro zu berichten, dass er den Termin für das Assistent-Pokémon durcheinander gebracht hatte. Und dann bist du ins Studio zurückgekehrt, ja? Dich. Okay. So, nochmal irgendwas? Was gibt's? Nein, nichts Neues. Bin nicht ganz sicher, wo das Spiel jetzt damit hin will. Ich will mal ganz kurz jetzt mal Ermittlungen öffnen und gucken, was für Alibis haben die Beteiligten. Let's find out about the alibis of everyone involved between the time Carina finished playing and I brought out the violin. Wer fehlt denn jetzt noch? What? Achso, du willst, dass ich Carina selbst jetzt nochmal anlabe? Es fehlte sie jetzt noch auf der Karte. Hallo Tim, machst du Fortschritte?
Ja, langsam aber sicher kaum ich dem Täter näher. Das freut mich zu hören. Vielen Dank, sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Mach ich, danke. Ich habe tatsächlich Hinweise auf den Täter und Carinas Alibi. Nach meinem Auftritt bin ich hinter die Bühne gegangen, um dort meine Geige abzulegen. Stimmt, Hiro hatte dich darum gebeten. Hielten sich dort noch alle Personen auf? Das weiß ich leider nicht mehr. Wäre ich doch nur aufmerksamer gewesen. Mach dir bitte deswegen keine Sorgen. Yes. So the culprit is? Wait, what's that? All of our suspects have alibis? So, wir machen noch Hinweise auf den Täter. Ich möchte hier niemanden beschuldigen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass Mrs. Allison etwas damit zu tun haben könnte. Kommst du denn darauf? Sie hat mich schon mehrmals mit Nachdruck gebeten, ihr meine Geige zu überlassen. Ich habe natürlich jedes Mal abgelehnt. Kein Wunder, die Geige ist ja schließlich ein Andenken. Ganz genau, doch Mrs. Allison ist da leider gar nicht ganz so einsichtig und lässt einfach nicht locker. Deshalb würde ich es ihr schon irgendwie zutrauen. Sie hatte in der Tat ein Motiv. Aber das reicht noch lange nicht aus, um sie zu schuldig zu sprechen. Hey, du hast leider nichts Neues. Und irgendwas? Let me instruct you on some detective tips. Ready? Detective tip number 24. Always smile. Because a scowling face could be the sign of a small heart. What? Huh. Okay, wir können ganz gerne jetzt trotzdem noch mal erneut auf Ermittlungen übergehen. This particular issue is solved. Ja, wir haben einen Stempel bekommen, also. Also noch nicht des Rätsels Lösung. Was es jedoch ist, dürfen wir dann wirklich erst beim nächsten Mal herausfinden. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hat es dir gefallen? Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Bis dann.